Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Assassin's Creed Origins The Hidden Ones. Heute machen wir zuerst weiter mit der Erkundung der wunderschönen Sinai-Halbinsel. Bin ja wieder auf diesem Ulisten, der gerade aufgestellt wird. Da sieht man ihn. Kommen wir jetzt hier wieder runter. Geht das halt durch eine dumme Idee? Ich gehe, glaube ich, einfach so wieder runter, wie ich hochgekommen bin. Das wäre wohl der schlauste Weg. Ich habe noch hier in der Welt einige Fragezeichen und auch andere noch Sachen offen. Oh. Ja. Ich hab, als ob ich nur so ins Leben verloren habe, von da oben. Okay. Ich nehm's so hin. Das erscheint mir gerade ein bisschen unlogisch, dass ich nur so wenig Leben verloren habe. Aber gut. Das nehme ich so hin. Mal, das Lager haben wir schon, das Speyer-Lager. Das hatten wir, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Will ich aktuell so viele Folgen aufnehmen? Aber macht auch Spaß, deswegen nehme ich gerne viel auf. Das war gerade ein großes Gemetzel. Ups, falsch. Und ich dachte, die Römer können kämpfen. Mein Fehler. Ja. Okay. Fünf Verstärkung. Ich habe ja ein paar Helfer da hier. Und das kämpft nicht so schwer. Ey, ey, das ist aber gar nicht. Mit brennenden Sachen zu schmeißen. Das hatte ich für überhaupt nicht gesehen. Alter. Alter. So. Jetzt wird er weggemacht. Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Ich hab hier mal ein bisschen, Hilfe gebrauchen. Warum wird die Landbaum wohl nicht gesessen? Stellung ist ja auch schon mittlerweile da. Alter, okay, der Fall hat gesessen. Da muss der Wichser. So. Okis non bono. Ja. Okay. Da haben wir hoffentlich erstmal alle. Der Hauptmann ist schon down, also fehlt noch der Schatz, der vermutlich der Nähe des Hauptmanns ist. Also, hier drin. Bingo. Immerhin ein kleines Schwert. Von der Castralitore. Was heißt Castra eigentlich? Und das muss irgendwie eine Bedeutung haben. Ich meine, hier ist alles so wie Castra, diese Lager. Wie Castra di Tore. Castra Pyramis. Okay, Lager. Okay, das ist was anderes. Das auch noch. Oder hier Klostra. Das ist wieder was Deutsches. Und, das ist ja noch der zweite Skarabius. Kämpfer, Krieger, wie auch immer. Aber hier, das war dann eigentlich alles, oder? Da habe ich auch schon. Also das nächste wäre dann hier. Was könnte da sein? Okay, 1 Kilometer. Schon eine schöne Strecke. Das kriegen wir hin. Nee, ich reite mal doch lieber selber. Ich hoffe, ich bin richtig. Vom Weg her. Nee, natürlich lieber nicht. Eigentlich in Spielen eher jemand, der
mal kämpfen versucht, aus dem Weg zu gehen. Wenn es geht. Man kann die Dinger ja auch normal lösen. Außer nicht immer gleich auf die Fresse hauen. Man kann auch erstmal, wenn es geht, reden. Das habe ich zum Beispiel auch jetzt in Witcher gemacht beim letzten Run. Ich habe auch versucht, immer die Situationen auf normaler zu lösen. Nicht gleich den Leuten den Kopf abzuhaken. Alles werde ich jetzt aber beim nächsten Lauf doch ein wenig ändern. Ich werde dieser Typ sein, ey, du kommst mir doof, ich hau dir den Kopf ab. Will ich genau das machen. Das wird glaube ich ganz lustig. Bin ich jetzt überhaupt richtig hier? Ja. Irgendwie schon. Ne, ich muss ja außen rum reiten. Dadurch würde ich jetzt nicht nochmal reiten. Dann muss ich, glaube ich, hier lang. Ja, es sieht gut aus. Ah, ich bin wohl richtig. Wow. Ah, ein Tierbau. Wunderschönen Leoparden. Ich nehme diesmal das Schwert wieder. Oder komm, ich nehme doch mal die Doppelklicken. Chillen da bestimmt alle gerade. Ja. Jetzt. Bam. Okay. Das war noch ein Schatz drin, den hätte ich gerne. Leopardenbau ist. Hier muss man echt mal sagen, ein Leopard. Das ist schon eine sehr große Herausforderung. Muss man wirklich schon mal sagen. Dann geht's hier weiter und was mir auch gerade einfällt, ist ja hier unten noch ein Aussichtspunkt. Und hier unten? Hier ist irgendwie kein Fragezeichen. Obwohl das doch hier bestimmt ein interessanter Ort ist. Könnte ich mir denken. Ich mach mal kurz groß. Könnte ja vielleicht auch ein Steinkreis sein, das wäre doch ganz cool. Ich finde die Steinkreise an sich im Spiel richtig gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Richtig? Ja, das sieht gut aus. Wow. Das schaffst vielleicht unter Wasser? Oder nur auf dem Schiff? Okay, nur auf dem Schiff, glaube ich. Leute, tut mir leid, ich muss jetzt leider euer Schiff betreten und euch den Schatz wegschnappen. Diese Zone ist tabu. Ach, die ist tabu. Zack, 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 Alter. Ja, schön Bogen. Den aber nichts bringen wird. So, easy. Mal schön wegschubsen. Was zum Looten hier? Ich glaube nicht. Außer der Schatz, der hier ist. Aber auch nicht Drachen hier. Die zwar nicht brauche, aber es geht um das Prinzip. Ja, Geld ist Geld. Aber davon genug hat, ist ja egal. Okay, da ist noch ein Ort. Ah. Da muss ich vielleicht tauchen. Oder vielleicht wieder so ein Krokodil- oder Nilpferdnest. Das könnte auch sein.
So eine Unterwasserhöhle wäre auch mal nicht schlecht. Okay, versunkener Steinbruch. Hier ist wohl jemand gestorben. Also werden hier wohl Gegner sein. Alles klar. Lol. Alter, hat die mich. Eine von der Entfernung hat die mich getroffen. Okay, sie haben das nicht verfügbar. Warum das nicht? Das ist doch Quatsch. Jetzt aber. Der zweite Schatz ist hier oben drauf, oder? Jetzt gerade. Ah, ne, da unten. Nochmal. Unter Wasser. Okay. Weil ich Krokodile, ist mir egal. Ich sehe doch ein paar Kohlenstoffkristalle. Das ist doch wunderbar hier. Und der Nupsi gestorben nach Krokodilen. Na, komm back. Wirklich. Nächster Ort. Hier muss alles soweit fertig. Das ist auch alles fertig. Okay. Also gehen wir als nächstes in das Öllager von Klisma. Na, den machen wir vielleicht auch diese Folge auch noch. Mal schauen. Bin da gerade ziemlich schnell unterwegs. Haben heute schon einiges geschafft. Die Folge ist ja noch nicht mal zur Hälfte rum. Kurz gekratzt. Lauf mal weg. Lahme Ente. Und ich nehme an, dass im Öllager auch Ölkrüge sind. Boah, bin ich ein Genie. Wie komme ich bloß darauf? Ich kann wieder Rebellen helfen, das finde ich sehr gut. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Nein. Let it burn. Let it burn. Aua. Ey. Ich bin nicht bei. Das hat doch gut funktioniert. Na komm. Ja, alles gut. Lauf doch weg. Ja, lauf doch eure, lauf doch weg, du Idiot. Hätte schon vorher wegrennen können. Ich hätte doch alles hier im Griff. Das ist doch kein Problem für mich. Ich bin irgendwie schon wieder müde. Kann doch nicht sein. Ich bin doch gerade mal vor 7 Stunden aufgestanden oder 6. Okay,
Okay, ich muss also weiter nach unten. Hier war ich doch schon mal, oder? So, mein Freund. Hallo, Motherfucker. Ego, lupere sordi da! Alter. Tocchi bufos mori vervisi e curi ad unierum teras. Alter. Ey. So. Was ein Schild, ey. Okay, das war gut. Der hat kassiert, der Junge. Der hat richtig kassiert. Mehr als ein Kassierer. Wer zischen gehört. Aber ist mir egal. Das Gold interessiert mich. Bumm. Easy. Ich habe schon echt viel geschafft. Erstaunlich auch so ein bisschen. Die Ordnung war auch alle. Da ist noch eine Nebenquest. Der Aufstieg des Shakilat. Und hier ist noch eine, die Ballade von Simut und Gerta. Das ist doch eine bestimmte Anspielung auf irgendwas anderes. Schätze ich jetzt mal. Aber hier ist alles geschafft, die ganzen Orte. Die Riesenfestung ist ja auch geschafft. Das Nest ist geschafft. Hier ist alles geschafft. Waren wir hier oben schon? Ja, da waren wir schon. Okay, da fehlt noch was. Da. Aber zuerst gehen wir hier hin. Das müsste eigentlich am nächsten sein. Ja. Die Nekropole ist ja auch schon fertig. Also bis es jetzt hier durch ist, wird es glaube ich nicht mehr lang dauern. Also ich würde sagen, bis wir es komplett durch haben, maximal. Ich sag mal so 7 Folgen noch. Schätze ich jetzt mal, 7-8 Folgen. Aber wenn ich für 10 Euro DLC, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, weg vom Steinbruch. Steinböcke. Habe ich den gerade umgeritten mit dem Pferd? Okay. Wo muss ich jetzt lang? Okay, ist eigentlich egal wo. Deswegen reite ich hier lang. Nee, oder? Ja, doch, ist egal wo. Einfach nur so grob den Weg nach in die Richtung. Das reicht. Bei Ort ein Steinbock versteckt. Steinböcke sind da zum Glück keine aggressiven Tiere. Spiel glaube ich nicht. Wo ist denn hier der Big Boss? Big D. Ey. Nicht wegrennen. Ich brauche meinen Bogen.
Bam. Den Hals, Junge. Noch schnell plündern. Oh, das Ding brennt ein bisschen. Weiß nicht wieso. Hat quasi nichts gemacht. Und ja, guck mal, wer da ist. Welcher Bobby? Will ich ihm wohl mal einen kleinen Besuch abstatten? Dein Tod ist beschlossen. Mein Tod ist beschlossen. Seht ihr? Der alte Magi! Bayek! Ich werde ihn viel teilen! Bam, 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 bam! Oh yes, oh yes, der kassiert aber. Der kassiert und wie er kassiert, ich hab volles Leben. So, das war's mit dir. Yes. Ihr Anführer lagert in der Wüste im Süden des Sinai. Signiert... mit Scarabeus Schatten. Okay. Könnte ich also da angehen? Wo ist denn das? Okay. Nicht auf dem Weg. Aber zuerst möchte ich jetzt zum Aussichtspunkt. Wer sind diese Wüstenjäger? Ich weiß ja nicht, wer die sind. Na komm. Du kommst nicht vorbei. So. Du kommst nicht vorbei. 3 Sekunden später sind sie tot. Kann ich auch. Sehr schön. Der Ort ist der Anubissee. Okay. Ein Schatz, was gibt's denn hier zu holen? Sehr gut. Unter Wasser. Den Schatz hole ich mir auch noch schnell. Warum liegen hier so viele Mumien, Alter, oder Leichen? Was ist hier passiert? Alles gut, Leute. Ich will doch von euch gar nichts. Was wollt ihr denn von mir? Hallo, kommt jetzt mal hoch vielleicht, Bayek? Der gehört mir! Ich würde sagen, stellt sich gerade bitte an. Also zum Aussichtspunkt gehen wir noch und dann... war's das für heute. Und wer weiß, vielleicht geht es sogar schon morgen um 18 Uhr weiter. Synchronisiert. Sehr, sehr, sehr geile Aussicht. Genau, ein paar IP gesammelt. Sehr schön. Also das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.